Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik hier bei TV Thüringen-Würzburg. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Scharf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Manfred Lendner, 55 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Ich fühle mich kreativ. Meine künstlerische Begabung spielt sich sicherlich nicht im Malen und Zeichnen ab. Was ich sehr gerne aber tue, ist formulieren, organisieren. Ich schreibe auch Gedichte hin und wieder. Solche Dinge liegen mir sehr. Auch der musische Bereich, hier fühle ich mich sehr wohl. Manfred Lendners politische Karriere begann bereits in jungen Jahren in seiner unterfränkischen Heimatgemeinde. Ich habe 1977 bereits den Ortsverband der Jungen Union hier in Kürnach gegründet, bin seit 1978 hier in Kürnach Gemeinderat und habe halt die ganzen Stationen Gemeinderat, Kreisrat, Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender im Kreistag bis hin jetzt zum Abgeordneten durchlaufen. Der ehemalige Polizeibeamte kann seine langjährige Erfahrung auch im politischen Alltag unterbringen. Ich fungiere als polizeipolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion und habe meinen Schwerpunkt naturgemäß auf Fragen der inneren Sicherheit, Fragen der Kommunalpolitik, Landesentwicklung, Ehrenamt. Ich bin verantwortlich dafür, dass unsere Region nach vorne kommt, aber gleichzeitig auch als Abgeordneter im Bayerischen Landtag dafür verantwortlich, dass der Freistaat Bayern eine gute Zukunft hat. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Scharf aus dem Stimmkreis Erding wird neue Umweltministerin. Gerade mal ein Jahr war Christine Haderthauer Chefin der Staatskanzlei, dann hat sie sich zurückgezogen. Anfang September verkündete die CSU-Politikerin ihren Rücktritt aus privaten Gründen. Für die Opposition sei dieser Schritt längst überfällig gewesen. Deshalb forderte die Landtags-SPD auch einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Der Grund für Haderthauers Rücktritt ist hinlängst bekannt. Die sogenannte Modellbauaffäre führte zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts. Ein Umstand, den die Opposition für untragbar hält. Den Posten als neuer Staatskanzleichef übernahm Marcel Huber. Für ihn kein neues Amt. Schließlich war der Oberbayer bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Als Gewinnerin des Hitzerückens dürfte man wohl Ulrike Scharf bezeichnen. Denn die bislang unauffällige 46-Jährige aus dem Stimmkreis Erding wurde Bayerns neue Umweltministerin. Diese schnelle Entscheidung des Ministerpräsidenten überraschte nicht nur die Opposition. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet, die Überraschung ist natürlich da, aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Scharf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Ein ganz unbeschriebenes Blatt ist die neue Umweltministerin nicht. Die gelernte Bankkauffrau und Diplombetriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Scharf im vergangenen Herbst das Mandat erneut.
Seit 2001 ist die Mutter eines Sohnes auch Schatzmeisterin der CSU und sogar Präsidiumsmitglied. Mit großen Ehren und Standing Ovations wurde sie auf der Sondersitzung des Bayerischen Landtags jetzt auch noch in die Reihen der Regierung gewählt. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten, anders als manche Abgeordnete. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Und deswegen wird er eine große Unterstützung der politischen Arbeit sein. Und auch sein Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion, zu meinen Kolleginnen und Kollegen ist gut, ist entspannt. Dies wird eine gute Zusammenarbeit und ich gratuliere ihm. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Haderthauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Frau als mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Vielen Dank, Thomas Kreuzer von der CSU. Die Dinge, die hier im Fall in der Causa Haderthauer gelaufen sind, die stinken zum Himmel, so will ich das in aller Deutlichkeit sagen. Denn wenn es in unserem Freistaat möglich sein kann, dass ein Mehrfachtäter über mehrere Male letztendlich Ausgang hat und hier Urlaub nimmt und sonst welche Dinge mit der Familie Haderthauer, dann braucht es hier einen Untersuchungsausschuss, der diesen Ursachen auf den Grund geht. Also ich spreche nicht von der Affäre Haderthauer, weil ich mich nicht dem Reigen der Vorverurteiler anschließe. Frau Haderthauer wird von der Staatsanwaltschaft und von dem Rechtsstaat die Dinge ordentlich geprüft und da werden wir sehen, was rauskommt. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten hier im September beschäftigte, nämlich der Ansturm an Asylbewerbern. Damit hatte Bayern nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München platzen aus allen Nähten. Dass dies so kommen werde, davor will die Opposition schon vor Jahren gewarnt haben. Nun will Sozialministerin Emilie Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen, die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist,
die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. In Sachen Flüchtlingspolitik hat Bayerns Sozialministerin Emilia Müller klar definierte Ziele. Auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag wollte sie dem Sozialausschuss Rede und Antwort stehen. Dafür verließ sie sogar vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei. Die Opposition nutzte diese Gelegenheit, um der Regierung mangelnde Aufklärung und zu spätes Handeln vorzuwerfen. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und das Sonderwege finden. Für die CSU scheinen diese Vorwürfe ungerechtfertigt. Schließlich sei die Situation erst seit kurzem dermaßen extrem. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Noch Ende Oktober gibt es Erleichterung für die Erstaufnahmelager in München und Zirndorf. Dann will man in Regensburg eine Zweigstelle mit 250 Plätzen eröffnen. Des Weiteren ist für jeden Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Für Mitte 2015 kann man in Bayreuth damit rechnen und in Augsburg sollen die ersten Asylbewerber ab der zweiten Jahreshälfte 2015 aufgenommen werden können. Ansonsten noch in Deckendorf und in Schweinfurt. Insgesamt will man aber die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern noch bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. Nach einem kurzen Telefonat mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen darf eine alte Kaserne bei Ingolstadt umfunktioniert werden. Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses habe ich immer signalisiert, dass wir alle Maßnahmen mittragen, die dazu helfen, dass die Menschen hier in Bayern ordentlich und gut untergebracht werden. Ich denke, das war in der Vergangenheit so und das wird auch in der Zukunft so sein. Ich freue mich auch, dass mittlerweile auch viele Landräte und Oberbürgermeister mitmachen, um diesen Menschen zu helfen. Ich spüre auch, dass die Menschen bereit sind, sich mit einzubringen, denn wir haben ja auch ein großes ehrenamtliches Engagement, um diesen Menschen zu helfen. Das ist unsere Aufgabe und wir werden die Mittel auch zur Verfügung stellen, das sage ich auch als Haushaltsausschussvorsitzender, damit wir diese schwierige und schlimme Herausforderung für gerade diese Menschen, die auf der Flucht sind, bewältigen können. Zunächst muss man mal sagen, die Asylpolitik der bayerischen Staatsregierung in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr schreit zum Himmel. Hier sind klare Versäumnisse gemacht worden und wir brauchen dringendst genügend Erstaufnahmeeinrichtungen in Bayern. Und hier reichen die 6.600, die jetzt derzeit im Raum stehen, mit bei weitem nicht aus. Wir brauchen also bis Ende des Jahres in jedem Regierungsbezirk eine Erstaufnahmestelle und da muss die Regierung sich jetzt endlich mal auf die Hinterfüße stellen und endlich mal in die Pötte kommen. Das kann nicht sein, dass man jahrelang auf der Suche nach neuem Personal ist. Hier fehlt mir auch die nötige Ernsthaftigkeit seitens der Bundesregierung. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für TV Touring Würzburg. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.